Klassiker sind mir am liebsten. Einer von denen ist die Mulhouf-Torte mit feinen Erdbeeren drin. Ich fange mit der Butter. Die gebe ich als erstes zusammen mit dem Zucker in die Schüssel und miteinander schaumig verrühren. Eigelb habe ich vom Eiweiß schon getrennt und ich gebe jetzt zur Butter-Zucker-Mischung eins dazu. Das Mehl mische ich mit dem Kakaopulver, Backpulver und Salz vermischen. Die trockenen Zutaten rühre ich jetzt mit der Milch abwechslungsweise zur Buttermischung umrühren. Das Eiweiß habe ich jetzt schon steif geschlagen und das rühre ich jetzt vorsichtig unter den Teig. So, das Eiweiß habe ich jetzt umgerührt und der Teig ist jetzt schön geschmeidig geworden. Die Masse ist in Form und ich gebe jetzt vor 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Ich tue jetzt den Frischkäse mit dem Puderzucker, Vanillezucker und mit dem Rahm steif schlagen. Wenn der Rahm steif geschlagen ist, tue ich noch die Jockeystreusel vorsichtig unterheben. Bis zur Weiterverwendung kommt die Creme jetzt in den Kühlschrank. Der Kuchen ist jetzt ausgekühlt und damit ich ihn füllen kann, fülle ich ca. 2 cm vom Rand mit einem Löffel aushöhlen, allerdings nicht ganz bis am Boden runter. Und jetzt kommt der lustige Teil. Aus dem restlichen Biskuit mache ich jetzt feine Brösmeli für den Dekor. Ein Teil der Erdbeere habe ich jetzt halbiert und ich lege jetzt auf den Kuchenboden. Die restliche Erdbeere habe ich klein geschnitten und rühre sie jetzt unter Creme um. Die Creme gebe ich jetzt auf den Kuchen drauf und forme sie nachher zu einer Kuppel. Jetzt kommen die Brösmeli wieder zum Einsatz. Die tun jetzt über einen Kuchen geben und machen daraus einen Maulwurfhügel. Und damit nicht alles gut abrutscht, kann man immer wieder etwas andrücken. Das Ziel ist, dass man die Creme unter dem Brösmeli gar nicht mehr sieht. So, die Torte ist jetzt zubrösmelt und bevor ich sie endlich geniessen kann, kommt sie für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank.